Meine Damen und Herren, wir machen heute weiter mit einem noch ein bisschen detaillierteren Video zur simplen Regression. Video 2 hat Ihnen das Konzept, die Grundidee des allgemeinen linearen Modells näher gebracht. Und jetzt wollen wir eigentlich da nahtlos weitermachen. Wenn wir uns im Vorlesungssaal sehen würden, wäre das jetzt auch noch die gleiche Sitzung. Nach so einer kurzen Atempause würden wir jetzt ein bisschen tiefer in die Regression, in die einfache Regression reinschauen, was die eigentlich macht, um dieses allgemeine lineare Modell jetzt zu schätzen. Also, wir sind bei der einen Frage, die eine Regressionsanalyse stellen kann, nämlich, wir wollen Zusammenhänge verstehen, wir wollen ein Modell finden, was gut, möglichst gut zu den Daten passt. Welche Gleichung sagt uns also aus dem Mathe-Test? Da steckt hier in der x-Variable drin. Die Statistiknote, die steckt hier in der y-Variable drin, vorher. Das ist ja schön und gut, so ein Modell finden zu wollen, aber wie macht man das? Kurz gesagt, gibt es verschiedene Algorithmen, also Rechenregeln, wenn Sie so wollen, Finderegeln, die man sich jetzt ausdenken könnte, wie man so eine, letztlich so eine Gerade anpasst an so eine Punktwolke, die man erstmal beobachtet hat. Nochmal, dieses Y ist ja dann quasi die beobachteten Daten, die sollen erklärt werden durch ein Modell. In dem Fall ist das Modell einfach eine Gerade. Und dann wird es aber eben diese Punkte nicht alle genau treffen. Diese Punkte werden nicht alle auf der Gerade liegen. Wahrscheinlich wird sogar kein einziger genau auf der Gerade liegen, sondern für jeden Datenpunkt werden wir auch einen kleinen Fehler machen. Epsilon. Beziehungsweise in unserer Stichprobe werden wir ein Residuum E beobachten. Wir suchen also, kurz gesagt, eine Gerade und das Ziel muss sein, diese Abweichungen, also diesen Fehler, den wir machen mit der Gerade, klein zu halten. Und zwar so klein wie möglich. Wir wollen ganz konkret ein Modell finden, was das optimale Modell ist, gegeben diese Daten. Ja, gegeben diese schwarzen Punkte, die haben wir gemessen, an denen können wir nichts machen, suchen wir eine rote Linie, die diese hellroten Abweichungen, die hier schon gezeigt sind, warum sind es Quadrate, wissen wir noch nicht genau, diese Abweichungen irgendwie klein hält, klein macht. Das ist unser Ziel. Wenn man das ein bisschen formalisierter hinschreibt, was ich gerade wortreich erkläre, dann kann man sagen, es gibt hier einen, wir können einen Ausdruck, mathematischen Ausdruck hinschreiben, und sagen dann einfach als Setzung, das sage ich Ihnen jetzt einfach, den wollen wir minimieren. Ja? Und dieser Ausdruck, der auch hier schon zu sehen ist, der ist also sozusagen die Abweichung vom beobachteten Wert y und dem, was das Modell darstellt, das, was hier in dieser inneren Klammer steht, das ist unser Modell, nämlich x-Werte skaliert mit einer Steigung B1, das haben wir im vorigen Video schon als Regressionsgewicht eingeführt, dieses B. Und dann, darüber wird heute noch mehr zu reden sein, gibt es eben hier noch so einen additiven Term. Sehen Sie das? Das ist quasi der Y-Achsenabschnitt, der hier noch mit drauf kommt. In dem Fall hier wäre der Y-Achsenabschnitt übrigens ziemlich groß. So sehen Sie, dort wo die X-Achse 0 ist. Und bitte nicht dort, wo das grafisch genau gelöst ist, sondern wirklich, wo die numerisch die X-Achse ihren Nullwert hat. Dort müssen Sie schauen. Da haben Sie hier einen Wert von über 10, also wahrscheinlich wird das hier nur in dieser Grafik, dass Ihnen das klar ist. Das hier ist das B0, kann man das auch hinschreiben, das da, ups, hier ist quasi das B0 und irgendwie die Steigung von dieser Gerade, das ist quasi irgendwie dieses B1. Ja? Ich muss den hier so aus dem Bild nochmal. So. Genau. Das ist das B1. Und jetzt sagen wir also, was wir eigentlich minimieren wollen, ist, das ist ganz interessant, was haben wir denn hier noch? Wir haben noch zum einen ein Quadrat. Also offensichtlich versucht der Algorithmus gleich nicht die Abstände zu minimieren von jedem Punkt zur Gerade. Das wäre ja einfach nur ein Strich, ja? Sondern der versucht hier quasi den quadrierten Abstand
zu minimieren. Und dann kann man sagen, na, wie soll ich das machen? Soll ich die Gerade so wählen, dass bei den Punkten am Rand hier vielleicht der Abstand besonders klein ist oder bei denen in der Mitte, dass die möglichst genau erwischt werden? Die Antwort ist ganz salomonisch und ganz, wie soll ich sagen, automatisch für alle Punkte, die ich beobachtet habe, auf einmal soll nämlich und wird dann auch mathematisch die Summe dieser Abweichungsquadrate möglichst klein werden. Es ist also eigentlich jetzt mal erstmal egal, ob es da einzelne große Abweichungsquadrate gibt oder andere kleine. Es geht darum, dass die Summe aller Abweichungsquadrate auf einmal, das macht dieses Summenzeichen hier vorne noch, minimal wird. Ja. Bleibt die Frage, wie geht es genau? Wir haben jetzt also hier, das habe ich gerade schon erklärt, das sieht man hier nur noch mal schön, y-Achsenabschnitt B0 plus die x-Werte skaliert mit einer Steigung Beta 1 oder B1 in der Stichprobe, dann B1. Und dabei werden wir aber auch einen Fehler machen. Also dieser erste Teil zusammen ist ja die Beschreibung der Gerade. Also jetzt nochmal ausgeschrieben schon mit y-Achsenabschnitt, Steigung. Die zwei, ja ich kann ruhig sagen, die zwei Parameter, die zwei Stellschrauben sind die, die ich habe bei einer Gerade. Ich kann sagen, wo sie die Achse, y-Achse schneiden soll, also wo sie durch den Nullpunkt, durch den x-Nullpunkt, wo sie da sein soll und die Steigung. Und dabei werde ich aber, wie wir jetzt schon oft gesagt haben, einen Fehler machen. Und dieser Fehler wird auch individuell für jeden Menschen ein bisschen anders ausfallen. Der heißt jetzt hier, der Fehler eben auch mal, damit Sie das auch schon durchaus mitdenken, warum das so ist, griechisch Epsilon, Hut, und er hat einen Punkt, weil wir kennen den Fehler, wir kennen das Modell auf Populationsebene ja nicht wirklich, wir schätzen das ja nur durch die Residuen E, also Epsilon kennen wir nicht, deshalb kriegt es auch einen Hut auf, deshalb steht es hier mit Hut. Wie interpretieren wir das Regressionsgewicht B1? Also B1 ist offensichtlich, oder B, also diese Skalierung, die Steigung der Gerade ist offensichtlich das Entscheidende an diesem Regressionsmodell bis jetzt für uns, so in diesem, in dieser einfachen Regression. Wie interpretieren wir das? Es gibt uns die Veränderung, die erwartete Veränderung, sollte ich sagen, die Veränderung in der y-Variable an, die wir erwarten würden, wenn die x-Variable sich um eine Einheit verändert. Ja? Das ist die eigentliche Aussage, die hier drin steckt. Wenn du also, wenn x zum Beispiel in Lebensjahren wir sind ja bei dem Mathematiktest, Entschuldigung, bleiben wir im Beispiel. Wenn du in diesem Mathematiktest um einen Punkt besser bist, wenn die Einheit dieses Mathematiktests Punkte ist zum Beispiel, da gab es irgendwie zwischen circa 3, 4 bis 15, 16 Punkte oder sowas. Wenn du einen Punkt besser bist, wenn du dich zum Beispiel von 5 Punkten auf 6 Punkten verbessert, was sagt unser Modell, also unsere Gerade, dann, um wie viel sich deine Statistiknote verbessern oder verschlechtern sollte? Über die Richtung müssen wir gleich hier noch sprechen. Sie sehen hier schon, es geht hier irgendwie in dem Fall um eine negative. Warum ist das so? Warum ist das schon mal eine negative Gerade hier? Letztlich, wenn es um die Leistung im Statistiktest geht, ich hoffe, ich rede jetzt keinen Amok, müsste ja eigentlich die Statistiknote besser werden. Mehr Leistung im Mathe-Test, bessere Note heißt kleinere Note. Aber gut, dazu gleich mehr. Wenn wir dieses B schätzen wollen, dann haue ich Ihnen jetzt hier einfach mal die Formel dafür hin. Es gibt sozusagen, das kann ich Ihnen einfach mitteilen, eine Lösung, eine eineindeutige Lösung. Das hat Karl Gauss, der Mathematiker, den wir aus der Normalverteilung kennen, gezeigt letztlich. Das sind die gaußschen normalen Gleichungen. Durch die lässt sich recht leicht zeigen, dass wenn diese Minimierung stattfinden soll, wenn wir das fordern, dass wir sagen, gib uns das B, was diese Abweichungsquadrate minimiert, dann ergibt sich für B eine einfache, man kann auch sagen, analytische Lösung. Es gibt quasi eine Formel dafür, wie man das ausrechnen kann. Und die ist hier gezeigt. Hier oben haben Sie quasi so ein Summenzeichen und unten auch nochmal ein Summenzeichen. Und ganz grob gesagt kommt oben irgendwie die x- und die y-Variable vor. Und dann kommt da auch der Mittelwert von x und y vor. Das wird irgendwie multipliziert anscheinend und dann summiert. Und unter dem Bruchstrich, das wird irgendwie dann noch geteilt durch was aber nur von x abhängt. Sehen Sie das?
An was, fragen Sie sich selbst, erinnert Sie eigentlich dieser Ausdruck hier? Der kann, wenn alles gut läuft, Sie an die Kovarianz erinnern. Besser gesagt, ist das, was doch da oben im Zähler steht, eigentlich die sogenannte Kreuzproduktsumme. Also die beiden Variablen werden quasi kreuzmultipliziert, ja, jeweils bereinigt um ihren Mittelwert und dann multipliziert und dann aufsummiert. Das ist die Hauptzutat der Kovarianz. Das war uns bei der Korrelation auch schon mal begegnet. Und unten sehen wir was, was streng genommen doch eigentlich fast die Varianz von x ist. Wenn da noch 1 durch n oder 1 durch n minus 1 stehen würde, dann wäre es eine richtige Varianz. So ist es eigentlich nur eine Summe der Abweichungsquadrate. Die nennen wir einfach, den Begriff hatte ich in Statistik 1 auch schon mal erwähnt, SS, Sum of Squares, Summe der Abweichungsquadrate, und zwar der x-Variable. Das heißt, die Kovarianz der beiden Variablen geteilt durch die, oder die Kreuzproduktsumme, sollte ich sagen, geteilt durch die Summe der Abweichungsquadrate von x, gibt mir einen Wert für b. Das ist die Lösung für die Gerade, die mir in diesem Problem Punktwolke xy die Abweichungsquadrate rund um die Gerade minimiert. Ja? Und für b0 kann ich dann relativ simpel lösen, indem ich zum Beispiel den Mittelwert einsetze. Ich kann sagen, okay, ich habe jetzt b1 bekommen und jetzt setze ich in meine Gleichung, also y ist ja gleich b0 plus bx, dann kann ich das quasi einfach auflösen nach b0 und finde dann eine Lösung für den Intercept. Das ist mathematisch nicht so interessant, da interessieren sich Statistikerinnen und Statistiker nicht so sehr dafür, wie sie den genau bekommen, aber so geht's, wie es hier steht. Für unser Beispiel ergeben sich für diese Punktwolke, die hier gezeigt ist, also folgende Koeffizienten. Für dieses b1, für die Steigung, bekommen wir was Negatives, das muss so sein, denn wenn wir diese Gerade, die hier so schon mal eingepasst ist, uns anschauen, dann geht die da quasi, also für sie so nach unten hier, durchs Bild. Und wie interpretieren wir dieses b1? Guck kurz, dazu haben wir, glaube ich, dann gleich noch mehrere Slides. Ich gucke nur kurz, wie es weitergeht. Ja. Und das b0, wenn wir das auflösen, indem wir eben unsere b1-Lösung mit einsetzen, bekommen wir etwa 10,26. Das war das, was ich Ihnen gerade grafisch hier auch schon oben abgelesen hatte, quasi vorhin. Also irgendwas über 10 ist der y-Achsenabschnitt oder Intercept, wie wir sagen. Das vollständige lineare Modell, was wir in diesen Stichprobendaten also bekommen haben, lautet quasi der vorhergesagte Statistikergebnis ergibt sich durch einen Offset, einen Intercept von einem Startwert, wenn Sie so wollen, von 10,2, und dann geht es mit jedem Wert mehr in x, geht die Vorhersage um nicht ganz 1, sondern ein bisschen weniger als 1 runter. Und das ist aber nur die Gerade. Dabei machen wir immer noch einen Fehler, da wird was übrig bleiben. Ja, ein nicht erklärbarer, durch das lineare Modell nicht einfangbarer Rest. Das sehen wir hier nochmal. Hier ist es auch nochmal schön grafisch dargestellt. Der y-Achsenabschnitt ist also dort, wo x numerisch 0 ist. Lassen Sie sich hier nicht austricksen, wie die Graphen gezeichnet sind. Ich hatte im anderen Video zum Spaß auch mal einen Graph gemacht, wo die Achse eben bei minus 1 die x-Achse geschnitten hat, die y-Achse. Das kann ja grafisch so oder so gelöst sein, das ändert an der Mathematik nichts. Der y-Achsenabschnitt lesen Sie natürlich dort ab, wo x gleich 0 ist, oder so interpretieren Sie ihn. Und die Steigung ist aber das Interessantere. Die sagt uns, wie ändert sich meine Vorhersage, mein Schätzwert für y, mein erwarteter Wert von y, wenn ich x um eine Einheit, das heißt in diesem Fall hier um einen Punkt, erhöhe. Ja? Dann wissen wir, sinkt der Schätzwert um 0,076. Das ist hier auch nochmal grafisch angezeigt. Wenn ich von 4 Punkten im Test auf 5 gehe, um eine Einheit mich verschiebe, dann sinkt der Wert. Das Gleiche können Sie aber, weil es eine Gerade ist und eben eine lineare Funktion aller x-Werte ist, auch an jedem anderen x-Wert ablesen. Sie können das auch von 7 auf 8 kommen machen oder von 9 auf 10 und müssten zum gleichen, also kommen zum gleichen Ergebnis, wenn Sie das hier grafisch ablesen. Und die Gleichung sagt uns auch, für alle Werte x gilt dieser Zusammenhang jetzt, wie wir ihn zumindest hier in diesen Daten beobachtet haben. Ja?
Wir können darüber hinaus aber eben auch diesen Abweichungs-, kurz zurückgehen. Ja. Entschuldigung, jetzt habe ich gerade das. Dauert ein bisschen, bis das iPad hier nachzieht. Oder bis das bei Ihnen hier im Video ankommt, so muss ich sagen. Das hatten wir, Verzeihung. Zip. Zip. Ja, genau, das hatte ich auch in Worten schon gesagt. Wir sehen, wir haben Abweichungen auch. Wir haben eine Gerade, die passt mehr oder weniger gut. Wir wissen auch, das ist die Gerade, die sozusagen am besten passt. Die minimiert den Fehler. Das tut sie, weil wir uns an die Berechnung für B1 einfach gehalten haben, ohne das jetzt hier en Detail zu erklären, was diese Kleinstquadrate-Schätzung, so heißt dieses Verfahren auch, wirklich macht. Wir nennen das auch Kleinstquadrate oder Ordinary Least Squares-Schätzung, aber die funktioniert so. Wir wissen, so können wir eine Lösung bekommen. Aber wir haben eben auch einen Fehler gemacht. Aber wie groß ist dieser Fehler? Wir hatten ja im linearen Modell gesagt, y erklären wir durch ein lineares Modell plus einen Fehler. Also werden wir uns auch dafür interessieren, wie groß dieser Fehler eigentlich ist. Um den Fehler zu berechnen, nehmen wir also das, was das Modell vorhersagt, B1 sozusagen, das kann ich auch hier nochmal kurz hinschreiben, dieses Ding, dieses Y-Hut, das ist also quasi B0 plus B1 mal x. Ja? Das da drin wäre sozusagen die ganzen Werte Y-Hut, die auf der Gerade liegen. Und die haben aber eben eine Abweichung von den tatsächlich beobachteten Werten Y, I, die hier quasi als schwarze Punkte eingezeichnet sind. Quadrieren diese Abstände und aufsummieren ergibt mir etwas, das wir ab jetzt für den Rest des Semesters als SS-Residual bezeichnen oder SS-Error manchmal auch, also auf jeden Fall auch SS, weil es ist auch eine Quadratsumme. Es ist eine Summe von Quadraten und zwar die Summe der Abweichungsquadrate vom vorhergesagten Modell. Die ist in diesem Fall, wie Sie hier sehen, 15. Wie oft bei so Quadratsummen haben wir jetzt kein intuitives Verständnis, ob das viel oder wenig ist. Das ist auch egal. Es wird nachher nur um den Vergleich gehen von Quadratsummen. Deshalb halten wir erstmal kurz fest, dieser Quadratsumme hier, die Summe der Abweichungsquadrate von den beobachteten zu den vorhergesagten Werten oder modellierten Werten, ist 15. Die Summe total, über die habe ich vorher nicht gesprochen, das habe ich übersprungen, das müssen Sie mir verzeihen, Sie können in den Slides aber nochmal zurückgehen. Oder habe ich das. Jetzt bin ich gerade durcheinander, ob ich das überhaupt schon besprochen habe. Was Sie hier als SS-Total sehen, ist im Prinzip die gesamte Streuung, also dieses 80, was hier steht. Ich mache mal meinen Text wieder weg. Entschuldigung. Sie sehen, muss auch erst wieder warm werden mit meiner Videotechnik. In ein, zwei Wochen flutscht das wieder hier. Typ, einen noch? So. Was ist dieses 80? Dieses 80 ist im Prinzip die Summe der Abweichungsquadrate, die in Y einfach drin ist. Und hier steckt jetzt die Idee des Modellvergleichs drin, die wir noch stärker jetzt in den Mittelpunkt stellen wollen. Wir haben ja gesagt, unsere Gerade ist sozusagen ein mögliches Modell, ist ein lineares Modell der Daten. Es gibt aber noch ein viel primitiveres Modell für die Daten in Y, nämlich wenn ich keine Ahnung habe, dann könnte ich ja auch einfach den Mittelwert von Y nehmen. Wenn ich deine Statistiknote vorhersagen will und ich weiß nichts anderes über dich, dann sage ich dir auf den Kopf zu, was? Meine beste Schätzung ist dann der Mittelwert aller Statistiknoten. Ja, dann sage ich, na gut, im Mittel haben die Leute eine 1,7 in Statistik 2 oder eher eine 2,0. Also sage ich Ihnen, um Ihnen keine falschen, zu guten oder zu schlechten Hoffnungen zu machen, ja, Sie werden schon auch etwa eine 2,0 bekommen. Das ist die Vorhersage, die der Mittelwert macht. Und diese Vorhersage des Mittelwerts, den kann man auch grafisch darstellen, indem man den einfach mal hier so einzeichnet. Man könnte sagen, wenn ich keine Ahnung habe, nehme ich den Mittelwert. Und das ist diese rote Linie, die Sie hier sehen. Als lineares Modell ausgedrückt heißt es, Y sage ich vorher durch ein B0 letztlich, ein B0. Und wie wähle ich das B0 als Mittelwert? Und
hinten mit dem x, ich habe gar keine x-Variablen, oder wenn ich welche habe, setze ich die Steigung auf 0, dann sind sie egal, dann kommt eben dieses Modell hier raus, was hier als Linie eingezeichnet ist. Das ist quasi unser sogenanntes Null-Modell. Im Skript ist es ein bisschen deutlicher dargestellt, als ich es jetzt hier gerade gemacht habe, aber dieser Modellvergleich, der wird sich auch im Laufe der Zeit immer stärker auch bei Ihnen einschleifen, denn das ist immer die Basis, auf die wir uns beziehen. Wie viel Streuung, wie viel Abweichungsquadrate ist eigentlich in Y erstmal da? Und da wissen wir, das ist 80 und das nennen wir auch SS-Total, weil das quasi die gesamte Streuung ist, die in unserer Y-Variable, in unserer zu erklärenden Variable, in unserem Outcome, in unserer abhängigen Variable drinsteckt. So, der Fehler, das, was unser Modell nicht erklären kann, ist relativ dazu nur, kann man sagen, 15. Ja? Und jetzt kann man noch fragen, wie gut ist unser Modell eigentlich? Das kann man auf verschiedene Arten fragen. Ist das Licht wieder ausgegangen? Aber die geläufigste Art, das zu fragen, ist, indem man sagt, die Gesamtstreuung, die in Y da ist, ist 80. Übrig bleibt eine Streuung von 15. Das heißt, dein Modell hat an Streuung aufgeklärt 64. Ja? Wir haben jetzt also nochmal unsere Daten Y, und zwar ihre Streuung sozusagen, zerlegt in etwas, das unser Modell, ja, schreibe es mal kurz nochmal so hin, Beta 0 plus Beta x, erklären kann, plus etwas, das wir nicht erklären können. Ja? Und dafür haben wir eine SS-Total. Das ist quasi auch die wichtigste Zutat zur Varianz, die wir schon kennen. Also die Abweichungsquadrate vom Mittelwert, die da sind in Y. Wir haben eine SS-Regression, nennen wir das oft. Oder man kann es auch SS-Model nennen. Ja? Und wir haben aber auch eben einen SS-Residual oder SS-Error, nicht erklären können. Also nochmal, das war hier etwa 80, das war etwa 64, das war etwa 16. Jetzt können Sie sich selber also fragen, ist das ein gutes Modell oder nicht, wenn es von einer Gesamtvarianzstreuung von 80 etwa 64 aufklären kann. Dann würden wir sagen, ja, das ist ein gutes Modell. Welche Fragen stelle ich weiterhin präziser jetzt mit der Regression? Einige haben wir schon implizit jetzt die ganze Zeit gestellt. Wir haben jetzt gerade implizit schon angefangen zu fragen, ist es ein gutes Modell oder nicht. Es gibt in der Statistik dann entsprechend Kenngrößen, die genau diesen Vergleich, den wir hier gemacht haben, formalisieren. Und zwar greift man hier am liebsten zu dem sogenannten R-Quadrat. Das sagt uns in einer Kennzahl, die zwischen 0 und 1 liegt, wie viel Varianz kann ich erklären. Wie viel Varianz in Y kann mein Modell erklären. Zweitens, haben wir auch gerade implizit schon gemacht, okay, du hast eine Gerade gesucht und gefunden, du hast auch die Gerade gefunden, die die Abweichungsquadrate minimiert, schön und gut, aber bist du damit besser als dieses Primitive auf den Kopf zu Mittelwertsmodell, als einfach nur den Mittelwert einzusetzen als Schätzung, ist es besser. Und das machen wir mit einem sogenannten F-Test des Regressionsmodells. Darüber wird noch zu reden sein. Und drittens, in der einfachen Regression ist das jetzt quasi gleichbedeutend mit, es ist 2 und 3 fast austauschbar. Das ist später in der multiplen Regression nicht mehr so. Die dritte Frage lautet konkret, ist die Steigung meiner Regressionsgeraden auf Populationsebene, also Beta, wirklich von 0 verschieden? Nur weil ich in meiner Stichprobe eine Steigung B1 finde von, sagen wir, was war das, minus 0.77. Daraus kann ich einen T-Test bzw. ein Konfidenzintervall machen, um gegen einen hypothetisierten Wert von 0 auf Populationsebene zu testen quasi. Und das werden wir eben auch machen mit einem sogenannten Parametertest oder Test für den Regressionskoeffizienten. Ja, da ist also die dritte Frage. Zur ersten Frage, wie gut passt das Modell? Wie viel Varianz kann ich eigentlich erklären? Wir haben uns hier quasi lineare Regression angeschaut, indem wir ein simples Nullmodell, das hatten wir jetzt nur sehr implizit formuliert, genommen haben. Das Nullmodell besteht also einfach daraus zu sagen, naja, ich
erklärst durch den Mittelwert quasi, versus ein etwas komplexeres Modell, wo ich sage, ich habe eigentlich auch noch diese, ich habe diese Gerade nicht nur hier so im Mittelwert drin liegen, sondern die hat auch eine Steigung, die von 0 verschieden ist und habe damit ein echtes lineares, interessantes Modell. Und dann hatten wir diese Fehlerquadratsumme SS total, das ist quasi das, was der Mittelwert erklären kann, herangezogen. Und dann hatten wir gesehen, naja, wir können das eigentlich deutlich reduzieren, wenn wir erlauben, dass die Steigung von 0 verschieden ist und wir suchen so eine bestpassende Gerade, dann konnten wir das deutlich reduzieren. Also die Quadratsumme 80 geht dann quasi runter auf nur noch 16. Aber wie gesagt, man wünscht sich jetzt eine Maßzahl, die das sozusagen in eine Zahl gießt, und das ist der sogenannte Determinationskoeffizient R². Der sagt also nochmal, okay, SS total, wie stark weichen die beobachteten Werte vom Mittelwert ab? Das wäre hier so angedeutet als ein rotes Quadrat und das natürlich für alle Datenpunkte aufsummiert. Das ist die SS total. Die SS regression würde sagen, okay, wie stark weichen denn die prädizierten Werte, also wie stark weicht die Gerade vom Mittelwert ab? Das kann man sich so vorstellen, wenn die Gerade quasi sozusagen die Daten gut erwischt, dann erwischt sie sozusagen die Datenpunkte auch viel, viel besser, als der Mittelwert es tut. Und dann wird diese SS-Regression relativ groß. Das sind diese orangen Quadrate, die Sie hier sehen. Und dann drittens, das, was übrig blieb. Die Residuals, wie stark weichen die beobachteten Werte Y von den vorhergesagten Werten Y Hut ab. Das war hier ist hier nochmal als kleines schwarzes Abweichungsquadrat gezeigt. Und damit haben wir die drei Zutaten, die standen auch hier gerade schon an der Tafel, um ein R-Quadrat uns zu errechnen. Und R-Quadrat ist also nichts anderes als zu sagen, wie groß ist das, was unser Modell erklären kann, die SS-Regression, im Verhältnis zur Gesamtvariation zur SS-Total. Und weil diese einfache additive Setzung im linearen Modell gilt, gilt also auch, die da rechne ich nämlich oft gar nicht aus, oder wie haben wir die vorher ausgerechnet? Die haben wir ausgerechnet, indem wir die Residuals, die können wir einfach ausrechnen, die schwarzen Quadrate, ins Verhältnis zu den roten Quadraten gesetzt haben. Und dann können wir auch einfach sagen, da die alle drei zusammen 1 ergeben müssen oder 100% der Varianz, kann ich auch einfach sagen, 1 minus das Verhältnis von Residual zu totaler Varianz. Also 1 minus, wie viel ist noch übrig, nachdem ich mit meinem Modell durch bin. Das ist die erste gängige Formel für R², die Sie so konzeptuell, die Formel ist jetzt eigentlich nicht so spannend, aber das Konzept dahinter sollten Sie quasi verstanden haben. Der Determinationskoeffizient R² drückt uns also aus, wie viel Prozent der Gesamtvarianz kann ich durch die Prädiktorvariable, ein geeignetes lineares Modell mit dieser Prädiktorvariable, aufklären. In unserem Modell bedeutet es nochmal ganz kurz durchgespielt, 80 war die SS-Total, die SS-Regression war etwa 64. Was ist 64 im Verhältnis zu 80? 80%. Ja? R² wäre also Punkt 8 und das würde ich interpretieren als: Mein Modell kann etwa 80% der beobachteten Streuung, der beobachteten Variation, der beobachteten Varianz, können Sie auch sagen, aufklären. Der Determinationskoeffizient, den kennen Sie so ein bisschen schon aus der Statistik 1. Da habe ich ihn nämlich mal en passant eingeführt, als ich gesagt habe, du kannst so einen Korrelationskoeffizient R nehmen und quadrieren. Und dann hatten wir die gleiche Antwort versucht quasi schon. Da hatten wir gesagt, der bedeutet, wie viel Varianz im Merkmal Y kann ich aufklären, kennen, wenn ich die Varianz im Regressor X kenne. So haben wir das damals mit Korrelationssprech sozusagen interpretiert. Und wir hatten dann auch solche Bilder vielleicht schon gesehen. Das passt jetzt ganz gut zu dem, was wir jetzt über Abweichungen von einer idealisierten Geraden von einem linearen Modell wissen. Wenn wir hier nämlich rechts gucken, nee, was ist das? Also in Ihrem Bild links, also ich mache mal hier, ich rede von dem hier. Wenn wir dahin schauen, das ist ein Fall, das ist eine Art Punktwolke, wo man schon ganz schön sieht,
diese Gerade steigt eigentlich quasi nicht an. Das ist die per kleinster Quadrateschätzung gefundene beste Gerade an diese Punktwolke, aber diese beste Gerade scheint nicht wirklich besser zu sein, als wenn ich einfach auf Höhe des Mittelwerts von y hier eine Gerade ohne Steigung reingelegt hätte. Sondern ist also b1 oder Beta 1, die Steigung der Geraden ist gleich 0 und das Modell ist quasi einfach der Mittelwert. Dann sehen wir, ein lineares Modell ist nicht besser als der Mittelwert. Die SS-Regression ist quasi gleich 0. Die SS-Residual, die übrig bleibt, nachdem ich ein lineares Modell gemacht habe, bleibt quasi so groß wie die Gesamtstreuung. R-Quadrat ist dann auch 0. Und der andere Extremfall ist hier drüben. Wenn ich dann sage, die Daten sind tatsächlich so, dass sie quasi oder ganz genau eine lineare Funktion von x sind. Also y kann ich aus x genau erklären, indem ich so eine Skalierung von x vornehme mit so einem Wert b oder Beta und ich bekomme dadurch quasi eine komplette Varianzaufklärung hin. Dann habe ich ein R-Quadrat von 1. Also es ist jetzt kein Zufall, das ist einfach dasselbe. Wenn ich die Korrelation nehme und quadriere, dann habe ich dasselbe, was mir in der simplen, also einfachen linearen Regression mit einem y und einem x das R-Quadrat gibt. Passt auch dazu, denn wir hatten auch bei der Korrelation ja gesagt, die Korrelation drückt die Stärke des linearen Zusammenhangs aus. Und hier machen wir ja auch ein lineares Modell. Auf die subtilen Unterschiede zwischen der Korrelation und einer simplen Regression, einer linearen Regression, werden wir noch zu sprechen kommen. So, den ersten Punkt hatten wir abgehakt. Vielleicht schaffen wir es in dem Video noch, die anderen zwei etwas zügiger durchzugehen. Wie interpretieren wir diesen y-Achsenabschnitt? Wir sagen, eigentlich können wir uns das vorstellen, dass wir hier implizit immer schon einen Modellvergleich drin haben. Das, was wir als einfaches Regressionsmodell verstehen, ist ja schon um eins komplizierter als das einfachste Modell, was man sich vorstellen kann. Das einfachste hier in Orange als Modell 0 oder Null Model, oft auch genannt, bezeichnet, ist also charakterisiert nur durch einen y-Achsenabschnitt. Das heißt, ich sage jeden Wert in y vorher durch denselben anderen Wert. Also nämlich, ich habe zwar Variationen in y, ich modelliere sie aber nur durch einen speziellen Wert, nämlich Beta 0, einen y-Achsenabschnitt, und dann werde ich halt noch einen Fehler machen. Aber das gibt dann halt sozusagen, ich habe jetzt hier keine Funktion von x drin noch. Ja? Der Regressor spielt hier noch keine Rolle, deshalb ist es auch das Null Model. Das Regression Model ist dann eben um das Entscheidende verkompliziert. Da ist dann dieser Term Beta 1 mal x mit drin. Das ist dann diese von 0 verschiedene Gerade, die hier jetzt in dieser Punktwolke drin liegt. Und der Beta 0 vom 0-Modell, da wäre das einfach 6. Warum wäre das Beta 0 einfach 6? Weil das einfach der Mittelwert der Daten ist sozusagen. Das ist einfach die mittlere Statistikleistung hier, die mittlere y. Also y-Hut entspricht dann einfach diesem B0. In unserem Regressionsmodell, wenn wir dazu noch eine Steigung fitten, kann man auch sagen, wenn wir eine Steigung anpassen, dann kriegen wir einen anderen Beta 0, dann kriegen wir einen Beta 0 von 10,26. Ja? Also in unserem Nullmodell entspricht B0 einfach dem Mittelwert der Zielvariable. In unserem Regressionsmodell dagegen hatten wir gesagt, da ändert sich die Interpretation, da ist es dann jener Wert, der eben vorhergesagt werden würde, jeder erwartet werden würde, wenn x, dieser x-Term mal kurz 0 wird. Und wann wird der kurz 0? Wenn x 0 wird. Sozusagen. Ja, dann hat auch Beta 1 keinen Einfluss, weil x gleich 0 ist. Und das ist eben dort der Fall, wo die y-Achse durch x gleich 0 durchschneidet. Was ist aber, wenn 0 gar kein sinnvoller Wert auf der Prädiktorvariable ist? Zum Beispiel Körpergröße werden wir noch sehen als Beispiel. Körpergrößen variieren eben üblicherweise bei Erwachsenen irgendwie zwischen im weitesten Sinne 1,40, wenn es extrem ist, oder 1,50 und 2 Meter. Ja. Was heißt dann, wie kann diese Interpretation hier für den B0 funktionieren? Ich mache ein Regressionsmodell mit Körpergrößen. Ich sage vielleicht
Schuhgröße vorher oder vielleicht die eigene Körpergröße aus der mütterlichen Körpergröße. Auf jeden Fall macht die Interpretation keinen Sinn, würde man meinen, wenn die x-Variable keinen sinnvollen Wert 0 annehmen kann. Was passiert dann? Ja? Es gibt einen ganz wichtigen Trick da dabei. Wie können wir erzwingen, dass der Schätzer für b0 dem Mittelwert von y wirklich entspricht? Wie können wir das verhindern, dass es diese Diskrepanz gibt zwischen dem, was der b0 im Nullmodell ist und dem b0 in einem Modell mit einer x-Variablen? Der Trick ist einer, den Sie auch schon aus Statistik 1 kennen, nämlich bevor wir irgendwas machen, zentrieren wir unsere x-Variable. Für die ist es besonders wichtig. Die y-Variable lassen wir gerne, wo sie ist. Das ist ja auch bedeutungsvoll oft. Diese sind so Outcome-Variablen. Die lassen wir gerne, wo sie ist. Aber die x-Variable, diesen Regressor, den nehmen wir und bereinigen ihn um seinen eigenen Mittelwert. Da passiert nämlich jetzt was, was in dem Kontext dann sehr elegant ist. Die 0 von x, also Sie erinnern sich, für die Interpretation des Intercepts ist es wichtig zu sagen, naja, der Intercept, das ist genau der Wert, wenn der Regressor 0 ist. Was ist jetzt der Wert 0? Das ist genau der Mittelwert der x-Variable. Das ist natürlich sehr viel eleganter für die Interpretation. Jetzt sehen Sie nämlich, dass hier diese Gerade auch genau durch die 6 durchgeht, hier muss man sagen, was ja der Mittelwert unserer y-Variable ist. Jetzt haben wir also eine Interpretation, die gleich ist fürs Nullmodell. Ich kann es hier nochmal einzeichnen, wenn es nicht sowieso gleich kommt. Das wäre das Nullmodell gewesen. Ja, da war der B0 quasi 6. Und in diesem Modell mit dem zentrierten Regressor ist B0 auch 6. Ja? Und die Interpretation ist jetzt auch unkritisch, weil ich sagen kann, wenn x genau dem Mittelwert entspricht, dann würde ich für dich die mittlere y-Ausprägung auch erwarten. Genau, das ist hier nochmal formalisiert. Der Intercept bedeutet nun erwarteter Wert für y, wenn x genau seinem Mittelwert entspricht. Genau, das war's, was ich heute mit Ihnen durchführen wollte. Zentralste Aussage vermutlich war, dass wir sagen, was das lineare Regressionsmodell für uns tut, ist, es versucht durch ein einfaches Geradenmodell mit zwei Größen, einem y-Achsenabschnitt oder Intercept, und einer Steigung, englisch Slope, diese Daten vorherzusagen. Das wird nie ganz genau gelingen. Es wird immer ein Fehler, ein Residuum übrig bleiben. Und was wir heute ganz wichtig kennengelernt haben, ist das sogenannte R-Quadrat, was also dann sozusagen diese aufgeklärte Streuung, was man SS-Regression nennt, ins Verhältnis setzt zu SS-Total. Ja? R-Quadrat, sozusagen unser erstes wichtiges Ergebnis, was uns sagt, wie gut ist das Modell überhaupt. Danke und bis zum nächsten Mal.